Guten Morgen. Ich wollte gerade hier, ich wollte gerade wie beim Nachrichten so. Dann sage ich guten Morgen, du ignorierst mich halt einfach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist das erste deutsche Assi-Fernsehen. Das mit. Ist einfach okay. Guten Morgen. Morgen, wie geht's dir? Ja, geht schon. War auf jeden Fall eine wilde Zeit. Mhm. Allerdings. Wir sind übrigens heute schon wieder unterwegs. Lukas ist absolut happy darüber, würde ich sagen. Ich freue mich auf die kommende Woche. Heute hier in Arnstadt beim Friseur. Arnstadt übrigens Weltmetropole. Ne? Wir haben das mal in Ortsteile unterteilt. Also es gibt Arnstadt links und Arnstadt rechts. Wir sind Arnstadt links. auf dem Weg hierher hat es angefangen zu schneien auf der Autobahn. Ist natürlich immer gut, wenn man Sommerreifen drauf hat und eigentlich nur Winter eingestellt ist. Nee, auf Sommer eingestellt ist. Ich bin erstmal auf Winter eingestellt, aber trotzdem Sommerreifen drauf, ist mir egal. Ja, wir sind gerade angekommen, erstmal einen Kaffee gesoffen und jetzt bereiten wir gerade alles was vor, verkabeln uns. Nein, Arnstadt. Ja, aber bei wem? Hätten wir vielleicht vor dem Laden machen sollen. Das können wir jetzt einfach jetzt machen. Wir sind hier im Haaratelier. Sagt man das so? Haaratelier? Das wird anders geschrieben als gesprochen. Haaratelier. Atelier. Haaratelier. Jennifer Müller. Hier in Arnstadt. Jennifer ist auch tatsächlich sehr bekannt auf Social Media Plattformen und tut da quasi ihren Beruf auch so und ihren Lifestyle und ihr Leben da auch mit, so wie ich, breittreten. Bin übrigens gespannt, also ich hab da einfach Bock drauf, weil ich glaube, dass sie vor der Kamera halt auch ihre Expertise und so zu jetzt will ich mal erzählen, das ist schon wieder. Ich bin gespannt, wie ich mich anstelle. Auf jeden Fall. Jennifer dann einfach nochmal vor die Kamera. Genau, das wäre das Beste. Wir holen einfach Jennifer vor der Kamera. Jennifer. Oh, das ist ja Richard zum Glück. Jennifer vor der Kamera. Jennifer vor Kamera. Kannst du dann selber erklären, was sie eigentlich tut und macht. Sie ist auf jeden Fall Kosmetikerin, Friseusin, alles in einem. Blogger, Instagrammer. Sieht gut aus, ist gut drauf. Ja, das wird sie euch dann erzählen. Haben wir Lust? Können wir jetzt saufen gehen? Können wir nach Hause gehen? Können wir bitte einfach nach Hause gehen? Ich muss die Dings da umdrehen hier, den Wagen. Parkscheibe, so nennt man das Ding, habe ich auch gehört. Ja, na klar. Wir können ja diesmal vorwärts einbauen. Ach nee, geht nicht, wir stehen ja so komisch. Ja. Aber ja, das ist schon ganz schön interessant, ne? So Haare verlängern, das ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Beruf für mich wäre, aber. Das würde ich tatsächlich auch gerne sehen. So, wir gehen jetzt mal ins Auto. Wenn sie mitkommen? Okay, na dann. Ich mache Haare seitlich glänzend. So du kriegst ein Schmuggeln noch, nur noch tiefer. Welches Waschbecken passt? Kamerateam? Was ist euch lieber? Mitte? Okay. Ist ganz witzig, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall, ich glaube, ich habe jetzt wirklich schon was gelernt, dass ich dann zu Hause den Kindern die Haare versorgen kann. Wir
sind fertig. Wir sind fertig, wir haben Haare geföhnt, geschnitten, gefärbt, zusammengelegt, eingefaltet, in den Schrank geräumt. Die Sachen da? Ja. Ich bin auch fertig. Das auf dem Bein stehen ist immer noch so ein Ding für mich. Das kann ich nicht. Ich muss weniger arbeiten. Ich habe jetzt in der Woche festgestellt, dass ich weniger arbeiten muss. Nee, es hat echt Spaß gemacht. Das war wirklich krass lehrreich. Es war beim Bäcker schon cool, aber das ist auch cool. Ich bin echt gespannt, wie es bei Sträter wird. Aber das ist echt super angestellt. Ne? Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin noch wirklich ein bisschen stolz auf mich auch. Okay. Gut, tschüss.